So, da sind wir wieder. In einer weiteren Folge Factorio. Und jetzt wollen wir einen hübschen kleinen Bahnhof bauen. Den werden wir aber nicht mit dem LTN-Logistiknetzwerk machen, sondern ganz konventionell. Einfach aus dem Grund, weil es viel leichter ist. So, was brauchen wir? Wir brauchen Munition, theoretisch. Haben wir selber gerade nicht. Und zwar die gute Munition. Also wir brauchen gute Munition. Wir brauchen Mauern. Wir brauchen Geschütztürme. Wir brauchen theoretisch die. Radare. Nee, 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 die nicht. Dann machen wir einen Extrawaggon, würde ich mal für behaupten. So. Was brauchen wir noch? Reparaturpakete brauchen wir definitiv. Dann können wir eigentlich auch gleich ein paar mehr einstellen, können ja auch gleich geliefert werden. Was brauchen wir noch? Fließbänder. Welche haben wir da verwendet? Die blauen. Strommäste. Blaue Greifarme. Roboports. So, dann lassen wir mal. Hallo, aufhören. Danke. Das ist nämlich hier schon zu viel.
Hier sollten noch ausreichen, ne? So. Und die Roboports habe ich vergessen. Strommesser habe ich auch vergessen, Mist. Haben wir jetzt alles? Glaube schon. Ich würde mich mit mehr Munition sicherer fühlen. So. Ja, ich weiß, ich könnte hier auch die hier nehmen, aber nachher steht er irgendwo rum im Stau und fängt dann da an rumzuschießen. Und dann greifen die nachher sonst wo an. Da hatte ich sehr schlechte Erfahrungen mitgemacht. So, wir brauchen ein paar rote Motoren. Bin ja unten hergestellt. Rasen wir mal ganz kurz dahin. Und die brauchen keine roten, sondern die anderen. Dann braucht der gute Kumpel noch ein bisschen Sprit. Genau, ich habe vorher noch nie eine Lokomotive gebaut. Wir haben immer noch zu wenig Eisenerz. Toll. Gut, das hätten wir. Schienen haben wir, Signale haben wir. Plastik ist soweit voll. Okay, krass. Bin gerade bloß verwirrt. Ach klar, wir
Forschen ja nicht, natürlich ist dann Plastik irgendwann voll. Aber dass der Rest nicht hochgeht an Alkangas, das wundert mich ja. Obwohl. So viel sollten sie ja nachher nicht mehr umballern. Gut, mein Kollege. Dann fahr mich mal dahin. Da muss ich nicht laufen. Ein bisschen schneller geht's ja auch. Schon ziemlich groß geworden jetzt. Das gefällt. So, sparen wir mal ein paar Schienen. Dass auch aber auch immer irgendwas im Weg sein muss, ne? Das ist der Wahnsinn. Zum Glück stand ich nicht auf den Schienen. Quatschkisten müssen doch passive Anbieterkisten sein. Aus welcher Richtung kommt die Munition? Von unten bestimmt. Ich denke, das wird eine gute Reserve darstellen. Filterne bräuchten wir hier. Du, mein Kumpel, filterst das.
Dann haben wir Mauern. Dann haben wir Geschütztürme. Dann haben wir Artillerie. Da haben wir Radare. Dann haben wir Reparaturpakete. Mittelgroße Strommasten, Greifis. Bohangare. Fließband. Das war's eigentlich. Hier brauchen wir nicht filtern, da ist einfach nur raus. So, Zug. Ging das nicht mal? Oder wie? Ach, ist egal. Dann warten wir mal auf den Kumpel und gucken, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Ist da eine Lagerkiste, wäre auch nicht schlecht. Bauroboter könnten sie noch gebrauchen, würde ich mal behaupten. Wenn der Zug hier ist, dann kann ich ihn gleich umstellen. Von mir aus können sie hier die Kisten voll machen, ist mir egal. Vom meisten. Okay, nicht vom meisten. Oh, Schnarch, wie lange brauchst du denn? Toll, das war der falsche Bahnhof. Aber wie heißt denn der hier?
Fair 1 natürlich. Oh, puh. Los, jetzt. Keine Reparaturkits mehr, oder? Mal noch mal hierher. Noch eine Sache vergessen, wegen dem Bauroboter. Ah, wie schnell er anhalten kann. So, Anforderungskiste. Keine Anforderungskiste. Müssen wir ein bisschen anders regeln. Lade eben so viel rein, wie da sind. So, wir brauchen. Das ändern wir mal auf Bauroboter.
Und wie viel wollen wir hier haben? Viele. Und dann wieder rot. Sehr gut. Es verschwinden wieder welche aus unerklärlichen Gründen. Sehr gut. Funktioniert. So, dann lassen wir uns mal auffüllen und kümmern uns um die automatische Produktion der restlichen Güter. Aber wenn ich so auf die Zeit gucke, das alles in der nächsten Folge und das wird in einer neuen Aufnahmesession sein, weil mir geht jetzt so langsam die Zeit aus. Also dann, bis zum nächsten Mal.